Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Die finalen Ergebnisse des Throne Dash sind da. Wie die aussehen, das erfahrt ihr in dem Video. Und es gibt Änderungen an Strike Events, an Special Event Stops, welche das alle sind und was für Auswirkungen die auf das Spiel haben können. Und noch eine kleine Ankündigung. Und zwar gab es eine Änderung bezüglich Cheatern. Ja, alle diese Infos erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Live. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafecard-Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen! Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Ludia hat erstmal ein paar Posts rausgehauen. Ihr habt es ja auch schon gehört teilweise. Aber erstmal hier zum aktuellen Throne Dash. Das ist das Ergebnis, das Community-Ergebnis, das, was wir geschafft haben. Insgesamt 12 Millionen Drohnenabläufe haben wir geschafft. Das ist okay. Ja, haben damit die dritte Stufe abgeschlossen. 16 und 22, und 20 Millionen wären die nächsten Stufen gewesen. Und das ist unsere Belohnung. Es gibt immerhin die 200 Hardcash und da bin ich doch zufrieden mit. Ich finde, ein bisschen hart oder ein bisschen grob von der Anforderung her waren diese Quests. Ich finde, hier sollte man einfach auch berücksichtigen, dass sie unter der Woche stattfinden. Sie sollten sowas mal übers Wochenende oder eine ganze Woche stattfinden lassen und dann hätten wir auch eher die Chance, ein höheres Ziel zu erreichen, meiner Meinung nach. Ansonsten coole Idee, Umsetzung, das ist nur ein Beta-Test, deswegen ärgert euch nicht. Das Ganze wird in Zukunft noch besser implementiert werden. Seid da gespannt drauf und ich wette, zum einjährigen Jubiläum werden wir was Besonderes da erleben. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, und zwar bezüglich Cheater. Und ich weiß nicht genau, ob ich die eine Änderung, die jetzt gleich genannt wird, so gut finde, aber generell ist das eine sehr gute Änderung. Today we are happy to announce that our team of analytics is updating their methodology for tracking and identifying cheaters. Also, heute können wir bekannt geben, dass unser Team von Analysten die Methode, wie sie Cheater herausfinden können, also wie die das tracken und wie die sie die Cheater identifizieren können, überarbeitet wurde. These new techniques will not only include spoofers, but also players who have managed to break and doctor the game. Diese neuen Techniken werden nicht nur Spoofer herausfiltern, sondern auch Spieler, welche das Spiel gebrochen haben und gedoktert haben. Also man die Spieldaten manipuliert haben. Und das ist hundertprozentig bei den Ex-Kollegen, unseren Cheater-Kollegen passiert. Das haben wir ja alle gesagt. So schnell wie die auf Level 30 waren, dafür müssen die sich auch Coins oder was auch immer Cash ercheatet haben. Sprich, es gab anscheinend dann Hacks, wo du aktiv die ja, Werte von Cash, Geld, DNA manipulieren konntest. Das heißt, da konnte man quasi innerhalb von einem Tag auf Level 30 kommen mit den Sauriern. Wenn man es übertrieben hat, natürlich wäre sowas schneller aufgefallen. Ich nehme auch an, dass Tyrannosaurus das langsamer gemacht hat, aber das wäre theoretisch möglich gewesen. Und diese Möglichkeiten, die jetzt Ludia da hat, die ermöglichen auch, dass so etwas auffällt und dass die Leute gesperrt werden und zwar mit sofortiger Wirkung. Finde ich sehr, sehr nice und finde ich einen richtigen Schritt in einen guten Schritt in die richtige Richtung. Jetzt das, was in der Klammer steht. Note, the use of an emulator falls into this category. These are all violations to our terms of service. Hinweis: Das Benutzen eines Emulators fällt unter diese Kategorie. Und das sind alles Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen. Und ich weiß, ein paar Leute von euch haben Emulatoren genommen. Finde ich persönlich, wenn man sie so nimmt, wie wenn man sein Handy in die Hand nimmt, nutzt. Wenn der Akku gerade mal leer ist, das heißt, man schaltet sich ein, man hat den Standort, man kann sich nicht bewegen, man macht von daheim aus am PC das Strike-Event, man fängt sich einen Saurier mit Maus und Tastatur, das ist nicht so einfach. Okay, finde ich, ist gar kein Problem, solange man nicht die GPS-Location manipulieren kann. Aber die sagen jetzt generell, das Benutzen von Emulatoren ist bannwürdig. Und ich hoffe, Kollege Marcel Brawlybeater, ich hoffe, er wird nicht gebannt. Keine Ahnung, das ist. Ich finde das absolut, puh. Also ich finde, das geht einen Schritt zu weit. Weil man kann ja, selbst wenn man so einen Emulator benutzt, kann man als App-Entwickler Spoofing-Apps und so weiter analysieren, also die Daten, die auf das Spiel zusätzlich zugreifen. Und solche Spieler würde ich sperren. Sprich, bei dem nicht nur eine Kommunikation zwischen Spiel und Server stattfindet, sondern die Daten von der anderen App noch abgezwackt werden. Und das ist nämlich genau das, was passiert, wenn da gespooft wird.
Okay. Nevermind, ist so. Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe es bis jetzt nicht am Emulator genutzt. Ich werde es auch dann nicht nutzen. Und wir werden mal schauen, was so passiert. These changes represent significant progress towards a fairer and more positive experience. Ja, diese Regelung führt dazu, dass das Ganze wohl deutlich positiv und fairer werden soll. Bin ich auch guter Dinge. That being said, we will continue to count on the community to propel further improvements to our methods. Methods, sorry. Alter, Englisch ist wieder komplett RIP heute, sorry. Thank you all for your support and cooperation. Also, das Ganze wird weiter vorangetrieben. Genau aus Feedback von den Leuten. Das heißt, wenn irgendwelche Spieler so fishy sind, einfach melden. Ludia kann das nachgucken, ob das der Tatverdacht bestätigt wird oder nicht. Und deswegen macht euch da keine Gedanken. Wenn ihr nicht hackt und so, dann werdet ihr auch nicht gebannt werden. Kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist eigentlich das, was euch wahrscheinlich alle brennend interessiert: die Überarbeitung von Strike Events, Special Events und so weiter. Hello, fellow DPG members. Today we would like to announce that your Jurassic World Live team is going to begin testing the outflow of weekly events. As we make these trial chains, we will be relying on your feedback to continue fine-tuning the weekly calendars. Also, mit diesem Post, beziehungsweise nächste Woche dann, also das ist quasi die Ankündigung, dass nächste Woche ein paar Änderungen als Test, ja, stattfinden werden und bezüglich auf wöchentliche Events. Also das sagen sie auch so, das sind erstmal keine fixen Änderungen, sondern nur, sie testen eine Art Änderungen. Und diese Versuchsänderungen, Trial Changes, die werden aufgrund von unseres Feedbacks natürlich dann noch weiter verfeinert werden in den nächsten Wochen. Und deswegen ist es ganz wichtig, ändern die jetzt irgendwas, was nicht so toll ist, schreibt alle ein Ticket. Leute, die werden das lesen. Wenn ihr jedem den Ticket schreibt, ey, das, was ihr da gemacht habt, ist absoluter Bullshit, wenn es denn Bullshit wird, wirklich ehrliche Meinung nur, geht da nicht von vornherein negativ voreingenommen rein. Aber wenn sich wirklich was schlechter ändert, und wir werden auch gleich noch sehen, ich werde meine Kommentare dazu geben, was sich schlechter ändern könnte, dann schreibt ein Ticket. Sie werden auf unser Feedback reagieren, da bin ich ganz sicher. In April, we've created more space for more popular events. We aim to have a minimum of at least two events available every day. We think that the new distribution should help everyone benefit from different types of events and help establish a more regular routine. Also sie wollen das Ganze regulärer machen, dass es einfach gewohnter ist, dass es nicht, ja, dass die Strike-Events definierter stattfinden, dass die Wochensaurier definierter stattfinden. Das finde ich auch erstmal gut. Ja. Dann müssen sie aber auch dafür sorgen, dass die Posts immer ordentlich sind, also dass nicht Samstag ein episches gepostet wird, was erst Sonntag kommt, wie wir das vor kurzem hatten. Und die wollen eben sicherstellen, ab dem April, dass es einfach, ja, dass die mehr Platz schaffen für populäre Events. Was das sein wird, ich glaube, das sind neue Sachen, werden wir dann sehen. Und die wollen mindestens zwei Events parallel jeden Tag laufen lassen. Und eins davon sind sicherlich die Wochensaurier. Das ist ein Event. Ein weiteres könnte dann eine Schatzhatz sein. Das heißt, an den Tagen, wo eine Schatzhatz ist, ist eventuell ein Strike-Event da. Also so lese ich das daraus, dass wenn sie, oder es sind keine Event-Saurier da. Also so lese ich das daraus, wenn sie sagen, die wollen mindestens zwei Events gleichzeitig haben. Wobei, zwei Events gleichzeitig, denkt mal nach, Leute, ich glaube, das hatten wir jetzt schon seit einem halben Jahr oder so. Wir haben immer tägliche Strike-Events und die Event-Saurier an den Stops. Also das haben wir ja eigentlich schon. Bin mal gespannt, wie sie es umsetzen. Gehen wir mal weiter im Text. Event Supply Drops and Featured Creatures will be more regulated and spaced out. Okay, die Supply Drops, die grünen, als auch die daran stehenden Special Saurier, sollen mehr reguliert werden. And spaced out. Spaced out, weiß ich nicht genau. Spaced out, meinen Sie damit mehr Platz für die schaffen, dass mehr Stops da sind? Spaced out, ich glaube, es soll einfach vorangebracht werden, so in der Art und Weise. Gewöhnlich. Common featured creatures will be on the map for one day. Also die gewöhnlichen Saurier werden nur noch einen Tag da sein. Finde ich erstmal nicht schlecht, wenn sie noch was ändern. Weil bisher war es so, die waren ein oder zwei, manchmal auch, glaube ich, 3 Tage verfügbar in den Stops. Da hatte man manchmal einen Tag Zeit, wie letzte Woche, für zwei Saurier, sprich 24 Versuche. Das ist gut balanciert. 24 Versuche, es ist anstrengend, kann man an einem Tag schaffen. Alles darüber hinaus, ab drei Sauriern, vergiss es. Das ist zu viel für einen Tag, meiner Meinung nach. Und wenn man dann alle wirklich Versuche nutzen will und wirklich reingrinden will, um wirklich aktiven Spielern auch einen Vorteil zu verschaffen, wären das zu viele. Und stellt euch mal vor, bei 5 Sauriern, ich weiß nicht, was das Maximum mal war, 60 Versuche, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal, das ist einfach zu viel dann für einen Tag. Aber wenn sie es umsetzen, dass dafür weniger, vielleicht bessere Saurier in den Stops stehen oder dass zum Beispiel heute 2 Saurier dran stehen und morgen nochmal 2 andere gewöhnliche Saurier, finde ich das
Wiederum keine schlechte Änderung. Seltene und epische Saurier sind für jeweils 2 Tage da. Und wenn ihr jetzt darüber hinaus nachdenkt, hey, die Woche hat doch 7 Tage. 2 plus 2 plus 1 sind noch 5 Tage der 7-Tage-Woche belegt. Könnte also dafür führen, dass dann einen Tag keine mehr da stehen? Weiß ich nicht. Und dann das nächste, legendäre und einzigartige Creatures, die sind wieder, die bleiben unbetroffen davon, die kommen zu Special Events, werden die dann auch wieder am Wochenende da sein. Wahrscheinlich wieder jeweils einen Tag mit einem Versuch pro Saurier. Okay, hört sich erstmal nicht so schlecht an, finde ich. Weil das heißt doch andersrum wieder, für die seltenen, also für die epischen, haben wir jetzt immer mindestens 2 Tage Zeit und da man da weniger Versuche hat, ist das auf jeden Fall wiederum fair. Warum man bei den gewöhnlichen, wo man eben mehr Versuche hat, weniger Tage macht? I don't know. Ich hätte es so gemacht, ich hätte dann gesagt, 3 Tage die gewöhnlichen, 2 die seltenen, 2 die epischen. Wenn dann ein legendärer oder ein einzigartiger dazukommt, dann zwacken mir von den seltenen und von den epischen noch einen Tag ab. Oder aber von den gewöhnlichen, abhängig von der Anzahl, wie jeweilige Seltenheitsstufe an Sauriern, verschiedene Saurier die Woche dastehen. Ist okay. In addition, during week-long special events, all featured creatures, times on the map, DNA collection, attempt limits and respawn regularity will vary. Okay. Zusätzlich werden bei den wochenlangen Spezialevents, okay, week-long Special Events, könnte das heißen, dass Wochen, dass solche Sachen mehr als eine Woche gehen? Das wäre wiederum cool. All featured creatures, times on the map, DNA collection, attempt limits and respawn regularity will vary. Also wenn es längere solche Sachen gibt, wo so etwas über einen längeren Zeitraum stattfindet, wird die Anzahl der Versuche, die Zeiten, wie die Saurier an den Stops stehen und die Respawn-Zeit davon abweichen. Und das ist doch ganz wichtig, Leute. Denn oben sind 5 Tage beschrieben. Und wenn Sie jetzt sagen, during week-long Special Events, also Special Events, die mindestens eine Woche lang dauern oder darüber hinausgehen, werden die Zeiten davon abweichen. Und deswegen beruhigt euch, Leute. Ich glaube, das wird sich nicht so schlimm ändern. Wenn es der Fall sein sollte, wie eben gesagt, schreibt ein Ticket. Kommen wir zum nächsten Punkt. There will now be 3 Treasure Chases per week instead of just one. Es wird ab sofort 3 Schatzhuts die Woche geben, anstatt nur einer. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Das ist zusätzlich Gold. Okay, die Schatztruhen sind wiederum aber auch zu wenig auf der Karte vertreten. Und mit einer Schatztruhe alle 6 Stunden finde ich auch persönlich nicht so gut. Bin mal gespannt, wie sie es umsetzen werden. During week-long special events, this may also be subject to change. Also während wochenlanger Sachen kann das auch geändert werden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Strike Events, including Sand Strikes and Boss Strikes, will average 11 per week rather than 16. Da wird der wöchentliche Durchschnitt in Zukunft bei 11 liegen. Rather than 16 müsste doch heißen, weniger als, also das ist bis jetzt wahrscheinlich 16 war. Und das ist auf die 11 eben umgeändert wird. Rather than eher als, ja, wird eher in Richtung 11 gehen anstatt auf 16. Das heißt nicht, dass es unbedingt jede Woche 11 sind. Es können mal weniger sein, es können mal mehr sein. Es wird aber eher in Richtung 11 gehen anstatt in 16. Heißt aber auch, damit lassen Sie sich das offen, dass 16 auch mal wieder vorkommen können. Finde ich okay, denn der nächste Punkt, this is enough, that players will be guaranteed at least one strike event per day. Es kommt also vor, dass jeden Tag mindestens ein Strike Event ist. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wir müssen hier, wenn wieder einen Tag 5 Strike Events hinterherrennen, die nur einen Tag da sind. Kam so noch nicht vor, aber das präventiv dagegen. Das nächste Sand Strike Events will now appear twice a week with the removal of the small Sand Strike Event. Geruchs-Strike Events werden jetzt nur noch zweimal auftauchen und das Spillo-Event Montag bis Mittwoch oder wie das stattgefunden hat, wird damit wegfallen. Finde ich okay. Da gab es eh nur ein maximal, glaube ich, den seltenen Geruch raus. Das ist okay. Das braucht man nicht unbedingt. Wenn dafür dann ein episches Strike Event mehr kommt die Woche, bin ich damit zufrieden. As with the featured creatures, week-long special events may also have an effect on all strike events. Be sure to follow our social pages und so weiter. Das heißt, hier hat auch wieder Einfluss darauf wochenlange Events und ich tippe bei wochenlange Events so etwas wie, war das bei Halloween, waren das da 2 Wochen? Da haben wir aber nur eine Woche Special Sau gehabt. Also das ist so Special Events, da geben wir die eben länger mal als eine Woche gehen. Zum Beispiel auch zum Jubiläum. Ich finde die Änderung persönlich erstmal nicht schlecht. Sie müssen sie aber auch dann entsprechend umsetzen. Sprich, wenn es anstatt 16 Strike, wenn es nur noch 11 sind, dürfen sie nicht alle epischen wegnehmen und die anderen bleiben da. Das wäre natürlich Schwachsinn. Ich hoffe, sie werden einen guten Weg finden. Bin aber guter Dinge, dass sie den guten Weg finden werden. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen.
Schreibt gerne eure Meinung zu den gesamten Sachen mal in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren und ich lese das auch immer und auch wenn ich nicht immer kommentiere, aber ich denke mir manchmal meinen Teil und habe auch manchmal keine Zeit zu kommentieren. Aber wäre cool, wenn ihr da eure Meinung mal kundgebt und was ihr so noch zusätzlich daran ändern würdet, was du dir vielleicht nicht ändern möchtest. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne auch eine Bewertung da und auch ein kostenloses Abo, dann schaffen wir die nächsten Ziele ganz gewiss. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin und ciao.